Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Abendjournal hat heute Heiner Müller das Wort. Der Dramatiker aus jenem Teil der Republik, die bis zum 3. Oktober DDR hieß. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an. Dies ist ein Wortbild von Heiner Müller selbst. Und dieses Anschwemmen der Vergangenheit mag auch einer wie er empfinden, wenn man ihn bittet, in Hamburg aus Werken von Walter Benjamin zu lesen. Das war am vergangenen Sonntagvormittag. Im Freihafen, einem ehemaligen Werkstattraum der Hamburger Kammerspiele, begann mit dieser Lesung eine Veranstaltungsreihe, die auf die Erinnerung eines Tages zielt, auf die Reichspogromnacht von 1938. Zugleich Erinnerung an Walter Benjamin, den Philosophen und Pädagogen, der vor 50 Jahren am 26. September 1940 in den Pyrenäen Selbstmord machte, auf der Flucht vor den Nazis und, wie er glaubte, in der Sackgasse an der Grenze nach Spanien. Heiner Müller hat Benjamin-Texte herausgesucht und er hat diese Texte scheinbar ohne direkten Bezug zueinander vorgetragen. Manchmal merkt man erst spät die Absicht, muss man aufpassen, dass einem die kleine Pointe nicht entgeht, die Benjamin gemeint hat und die für Heiner Müller wiederum von Bedeutung war. Die Lesung, die wir im Folgenden geringfügig gekürzt für Sie dokumentieren, hat auch einen Titel, den Pessimismus organisieren. Den Pessimismus organisieren, das ist eine ganz besondere Art der Tapferkeit, wie sie Walter Benjamin vor allem auszeichnete. Heiner Müller liest Walter Benjamin auch für all jene, die am vergangenen Sonntag an der Tür zum bis auf den letzten Platz besetzten Freihafen in den Kammerspielen abgewiesen werden mussten. Benjamin hat unter anderem unbekannte Anekdoten gesammelt. Und da ist eine mit dem Titel »Eine Geschichte, in der Kant sich kurz fasst«. Sein Famulus, ein Theolog, der Philosophie mit Theologie nicht zu vereinbaren wusste, fragte Kant einst um Rat, was er wohl deshalb lesen müsste. Kant, lesen Sie Reisebeschreibungen. Famulus, in der Dogmatik kommen Sachen vor, die ich nicht begreife. Kant, lesen Sie Reisebeschreibungen. Aus dem Arbeitsjournal von Brecht, August 41. Walter Benjamin hat sich in einem kleinen spanischen Grenzort vergiftet. Die Gendarmerie hatte den kleinen Trupp, zu dem er gehörte, aufgehalten, als seine Reisebegleiter am nächsten Morgen ihm mitteilen wollten, dass die Weiterreise gestattet sei, fanden sie ihn tot. Ich lese die letzte Arbeit, die er dem Institut für Sozialforschung eingeschickt hat. Günther Stern gibt sie mir mit der Bemerkung, sie sei dunkel und verworren. Ich glaube, auch das Wort schon kam darin vor. Die kleine Abhandlung behandelt die Geschichtsforschung und könnte nach der Lektüre meines Cäsar geschrieben sein, mit dem Benjamin, als er ihn in Svendborg las, nicht allzu viel anfangen konnte. Benjamin wendet sich gegen die Vorstellungen von der Geschichte als eines Ablaufs, vom Fortschritt als einer kraftvollen Unternehmung ausgeruhter Köpfe. Von der Arbeit als der Quelle der Sittlichkeit, von der Arbeiterschaft als Protégés der Technik und so weiter. Er verspottet den oft gehörten Satz, man müsse sich wundern, dass sowas wie der Faschismus noch in diesem Jahrhundert vorkommen könne, als ob er nicht die Frucht aller Jahrhunderte wäre. Kurz, die kleine Arbeit ist klar und entwirrend, trotz aller Metaphorik und Judaismen. Und man denkt mit Schrecken daran, wie klein die Anzahl derer ist, die bereit sind, sowas wenigstens misszuverstehen. Aus dem Text über den Begriff der Geschichte. Die erste These. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt.
Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Aus einem Text über Kafka, Potjomkin. Es wird erzählt, Potjomkin litt an schweren, mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrenden Depressionen, während deren sich niemand ihm nähern durfte und der Zugang zu seinem Zimmer aufs Strengste verboten war. Am Hofe wurde dieses Leiden nicht erwähnt. Insbesondere wusste man, dass jede Anspielung darauf die Ungnade der Kaiserin Katharina nach sich zog. Eine dieser Depressionen des Kanzlers dauerte außergewöhnlich lange. Ernste Missstände waren die Folgen. In den Registraturen häuften sich Akten, deren Erledigung, die ohne Unterschrift Potjomkins unmöglich war, von der Zarin gefordert wurde. Die hohen Beamten wussten sich keinen Rat. In dieser Zeit geriet durch einen Zufall der unbedeutende kleine Kanzlist Schuwalkin in die Vorzimmer des Kanzlerpalais, wo die Staatsräte wie gewöhnlich jammernd und klagend beisammen standen. Was gibt es, Exzellenzen? Womit kann ich Exzellenzen dienen? Bemerkte der eilfertige Schuwalkin. Man erklärte ihm den Fall und bedauerte, von seinen Diensten keinen Gebrauch machen zu können. Wenn es weiter nichts ist, meine Herren, antwortete Schuwalkin, überlassen Sie mir die Akten, ich bitte darum. Die Staatsräte, die nichts zu verlieren hatten, ließen sich dazu bewegen und Schuwalkin schlug das Aktenbündel unterm Arm durch Galerien und Korridore den Weg zum Schlafzimmer Potjomkins ein. Ohne anzuklopfen, ja ohne Halt zu machen, drückte er die Türklinke nieder. Das Zimmer war nicht verschlossen. Im Halbdunkel saß Potjomkin auf seinem Bett, nägelkauend in einem verschlissenen Schlafrock. Schuwalkin trat zum Schreibtisch, tauchte die Feder ein und, ohne ein Wort zu verlieren, schob er sie Potjomkin in die Hand, den erstbesten Akt auf seine Knie. Nach einem abwesenden Blick auf den Eindringling, wie im Schlaf, vollzog Potjomkin die Unterschrift. Dann eine zweite. Weiter die sämtlichen. Als die letzte geborgen war, verließ Schuwalkin ohne Umstände, wie er gekommen war, sein Dossier unterm Arm das Gemach. Triumphierend die Akten schwenkend, trat er in das Vorzimmer. Ihm entgegen stürzten die Staatsräte, rissen die Papiere aus seinen Händen. Atemlos beugten sie sich darüber. Niemand sagte ein Wort. Die Gruppe erstarrte. Wieder trat Schuwalkin näher. Wieder erkundigte er sich eilfertig nach dem Grund der Bestürzung der Herren. Da fiel auch sein Blick auf die Unterschrift. Ein Akt wie der andere war unterfertigt. Schuwalkin, Schuwalkin, Schuwalkin. Ich glaube, es ist eine sehr gute Beschreibung des sowjetischen Systems, der Text. Die sechste These aus dem Text zum Begriff der Geschichte. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für beide ist sie ein und dieselbe. Sich zum Werkzeug der herrschenden Klasse herzugeben. In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser, er kommt als der Überwinder des Antichrist. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Die siebente These.
Bedenkt das Dunkel und die große Kälte in diesem Tale, das von Jammer schallt. Brecht, Dreigroschenoper. Fustel de Coulanger empfiehlt dem Historiker, wolle er eine Epoche nacherleben, so solle er alles, was er vom späteren Verlauf der Geschichte wisse, sich aus dem Kopf schlagen. Besser ist das Verfahren nicht zu kennzeichnen, mit dem der historische Materialismus gebrochen hat. Es ist ein Verfahren der Einfühlung. Sein Ursprung ist die Trägheit des Herzens, welche daran verzagt, des echten historischen Bildes sich zu bemächtigen, das flüchtig aufblitzt. Sie galt bei den Theologen des Mittelalters als der Urgrund der Traurigkeit. Die Natur dieser Traurigkeit wird deutlicher, wenn man die Frage aufwirft, in wen sich denn der Geschichtsschreiber des Historismus eigentlich einfühlt. Die Antwort lautet unweigerlich in den Sieger. Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zugut. Damit ist dem historischen Materialisten genug gesagt. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Frohen ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozess der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den anderen gefallen ist. Der historische Materialist rückt daher nach Maßgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Aus Denkbilder. Es geht um ein Spiel. Kindern werden Worte gesagt, sie sollen daraus Sätze bilden. Und Benjamin hat ein paar Beispiele notiert. Fantasiesätze von einem 11-jährigen Mädchen nach gegebenen Worten gebildet. Die Worte Freiheit, Garten, verblichen, Begrüßung, wahnsinnig, Nadelöhr. Da die Freiheit nicht so schnell errungen wird, wie die Blätter im Garten verblichen sind, so ist ihre Begrüßung desto stürmischer. Und selbst die wahnsinnigen Leute, die ein Nadelöhr für größer als einen Affen halten, tun mit. Die zweite Beispiel, die Wörter Tischtuch, Himmel, Kopfkissen, Erdteil, Ewigkeit. Der Tisch vor ihm war mit einem Tischtuch bedeckt und unter freiem Himmel. Er lag auf dem Kopfkissen in dem weltentfernten Erdteil und schlief, als wollte er in Ewigkeit nicht mehr wach werden. Die Wörter Lippen, biegsam, Würfel, Seil, Zitrone. Ihre Lippen waren so rosig wie die biegsamen Rosen, wenn man sie angesteckt hat beim Spielen mit den Würfeln oder beim Seilziehen. Aber ihr Blick war bitter wie die Schale der Zitrone. Ecke, Betonung, Charakter, Schublade, flach. An der Ecke, er sagte es mit Betonung, sah ich einen Charakter, der wie eine Schublade flach war. Rohr, Grenze, Beute, belebt, mager. Das Rohr an der Grenze war ein Ort für Räuber. Hierher brachten sie ihre Beute, da der Weg nicht belebt war. Beim Mondlicht erschienen die Gestalten mager. Brezel, Feder, Pause, Klage, Firlefanz. Die Zeit schwingt sich wie eine Brezel durch die Natur.
Die Feder malt die Landschaft und entsteht eine Pause, so wird sie mit Regen ausgefüllt. Man hört keine Klage, denn es gibt keinen Firlefanz. Zwei Texte aus dem Essay über Leskow, der Erzähler. Der Erzähler, so vertraut uns der Name klingt, ist uns in seiner lebendigen Wirksamkeit keineswegs durchaus gegenwärtig. Er ist uns etwas bereits Entferntes und weiter noch sich Entfernendes. Einen Leskow als Erzähler darstellen heißt nicht, ihn uns näher bringen, heißt vielmehr den Abstand zu ihm vergrößern. Aus einer gewissen Entfernung betrachtet, gewinnen die großen, einfachen Züge, die den Erzähler ausmachen, in ihm die Oberhand. Besser gesagt, sie treten an ihm in Erscheinung wie in einem Felsen für den Beschauer, der den rechten Abstand hat und den richtigen Blickwinkel, ein Menschenhaupt oder ein Tierleib erscheinen mag. Diesen Abstand und diesen Blickwinkel schreibt uns eine Erfahrung vor, zu der wir fast täglich Gelegenheit haben. Sie sagt uns, dass es mit der Kunst des Erzählens zu Ende geht. Immer seltener wird die Begegnung mit Leuten, welche rechtschaffen etwas erzählen können. Immer häufiger verbreitet sich Verlegenheit in der Runde, wenn der Wunsch nach einer Geschichte laut wird. Es ist, als wenn ein Vermögen, das uns unveräußerlich schien, das Gesichertste unter dem Sicheren von uns genommen würde, nämlich das Vermögen, Erfahrungen auszutauschen. Eine Ursache dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Die Erfahrung ist im Kurse gefallen. Und es sieht aus, als fiele sie weiter ins Bodenlose. Jeder Blick in die Zeitung erweist, dass sie einen neuen Tiefstand erreicht hat. Dass nicht nur das Bild der Äußeren, sondern auch das Bild der sittlichen Welt über Nacht Veränderungen erlitten hat, die man niemals für möglich hielt. Mit dem Weltkrieg begann ein Vorgang offenkundig zu werden, der seither nicht zum Stillstand gekommen ist. Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, dass die Leute verstummt aus dem Felde kamen, nicht reicher, ärmer an mittelbarer Erfahrung. Was sich dann 10 Jahre später in der Flut der Kriegsbücher ergossen hatte, war alles andere als Erfahrung gewesen, die von Mund zu Mund geht. Und das war nicht merkwürdig. Denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden, als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken. Und unter ihnen in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Ein anderer Abschnitt aus diesem Text. Valéry endet seine Betrachtung mit diesem Satz. Es ist fast, als fiele der Schwund des Gedankens der Ewigkeit mit der wachsenden Abneigung gegen langdauernde Arbeit zusammen. Der Gedanke der Ewigkeit hat von jeher seine stärkste Quelle im Tod gehabt. Wenn dieser Gedanke schwindet, so folgern wir, muss das Gesicht des Todes ein anderes geworden sein. Es erweist sich, dass diese Veränderung die gleiche ist, die die Mitteilbarkeit der Erfahrung in dem Grade vermindert hat, als es mit der Kunst des Erzählens zu Ende ging. Seit einer Reihe von Jahrhunderten lässt sich verfolgen, wie im Gemeinbewusstsein der Todesgedanke an Allgegenwart und an Bildkraft Einbuße erleidet. In seinen letzten Etappen spielt sich dieser Vorgang beschleunigt ab. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat die bürgerliche Gesellschaft mit hygienischen und sozialen, privaten und öffentlichen Veranstaltungen einen Nebeneffekt verwirklicht, der vielleicht ihr unterbewusster Hauptzweck gewesen ist, den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, sich dem Anblick von Sterbenden zu entziehen. Sterben, einstmals ein öffentlicher Vorgang im Leben der Einzelnen und ein höchst exemplarischer,
Man denke an die Bilder des Mittelalters, auf denen das Sterbebett sich in einen Thron verwandelt hat, dem durch weit geöffnete Türen des Sterbehauses das Volk sich entgegendrängt. Sterben wird im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt. Ehemals kein Haus, kaum ein Zimmer, in dem nicht schon einmal jemand gestorben war. Heute sind die Bürger in Räumen, welche rein vom Sterben geblieben sind, Trockenwohner der Ewigkeit. Und sie werden, wenn es mit ihnen zu Ende geht, von den Erben in Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut. Nun ist es aber an dem, dass nicht etwa nur das Wissen oder die Weisheit des Menschen, sondern vor allem sein gelebtes Leben, und das ist der Stoff, aus dem die Geschichten werden, tradierbare Form am Ersten, am Sterbenden annimmt. So wie im Innern des Menschen mit dem Ablauf des Lebens eine Folge von Bildern sich in Bewegung setzt, bestehend aus den Ansichten der eigenen Person, unter denen er, ohne es inne zu werden, sich selber begegnet ist, so geht mit einem Mal in seinen Mienen und Blicken das Unvergessliche auf und teilt allem, was ihn betraf, die Autorität mit, die auch der ärmste Schächer im Sterben für die Lebenden um ihn her besitzt. Am Ursprung des Erzählten steht diese Autorität. Aus den Kommentaren zu Gedichten von Brecht, zu dem ersten Gedicht des Lesebuchs für Städtebewohner. Zuerst das Gedicht. Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof. Gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke. Suche dir Quartier und wenn dein Kamerad anklopft, öffne die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonst wo, gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht. Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten, zeige, oh, zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Iss das Fleisch, das da ist, spare nicht. Gehe in jedes Haus, wenn es regnet, und setze dich auf jeden Stuhl, der da ist. Aber bleibe nicht sitzen und vergiss deinen Hut nicht. Ich sage dir, verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sag es nicht zweimal. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein? Verwisch die Spuren. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst, mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt. Und dem Jahr deines Todes, das dich überführt. Noch einmal verwisch die Spuren. Das wurde mir gesagt. Kommentar. Arnold Zweig hat gelegentlich gesagt, diese Gedichtfolge habe in den letzten Jahren einen neuen Sinn gewonnen. Sie stelle die Stadt vor, wie der Immigrant sie im fremden Land erfährt. Das ist richtig. Man soll aber nicht vergessen, der Kämpfer für die ausgebeutete Klasse ist im eigenen Lande ein Emigrant. Das letzte Lustrum seiner politischen Arbeit in der Weimarer Republik bedeutete für den einsichtigen Kommunisten eine Krypto-Emigration. Brecht erfuhr es als eine solche. Das mag den nächstliegenden Anlass zur Entstehung dieses Zyklus gegeben haben. Die Krypto-Emigration war die Vorform der eigentlichen, sie war auch eine Vorform der Illegalität. Verwisch die Spuren, eine Vorschrift für den Illegalen. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Eine merkwürdige Vorschrift für den Intellektuellen von 1928. Eine glasklare für den Illegalen. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst. Diese Vorschrift allein könnte veraltet sein. Diese Sorge wurde dem Illegalen von Hitler und seinen Leuten abgenommen. Zu dem dritten Gedicht des Lesebuchs für Städtebewohner. Wir wollen nicht aus deinem Haus gehen. Wir wollen den Ofen nicht einreißen. Wir wollen den Topf auf den Ofen setzen.
Haus, Ofen und Topf kann bleiben und du sollst verschwinden wie der Rauch im Himmel, den niemand zurückhält. Wenn du dich an uns halten willst, werden wir weggehen. Wenn deine Frau weint, werden wir unsere Hüte ins Gesicht ziehen. Aber wenn sie dich holen, werden wir auf dich deuten und werden sagen, das muss er sein. Wir wissen nicht, was kommt und haben nichts Besseres, aber dich wollen wir nicht mehr. Vor du nicht weg bist, lasst uns verhängen die Fenster, dass es nicht morgen wird. Die Städte dürfen sich ändern, aber du darfst dich nicht ändern. Den Steinen wollen wir zureden, aber dich wollen wir töten. Du musst nicht leben. Was immer wir an Lügen glauben müssen, du darfst nicht gewesen sein. So sprechen wir mit unseren Vätern. Kommentar: Die Vertreibung der Juden aus Deutschland wurde bis zu den Pogromen von 1938 in der Haltung vollzogen, die in diesem Gedicht beschrieben wird. Die Juden wurden nicht erschlagen, wo man sie fand. Man verfuhr mit ihnen vielmehr nach dem Satz: Wir wollen den Ofen nicht einreißen, wir wollen den Topf auf den Ofen setzen. Haus, Ofen und Topf kann bleiben und du sollst verschwinden. Brechts Gedicht wird für den heutigen Leser aufschlussreich. Es zeigt haarscharf, wozu der Nationalsozialismus den Antisemitismus braucht. Er braucht ihn als eine Parodie. Die Haltung, die von den Herrschenden dem Juden gegenüber künstlich ins Leben gerufen wird, ist eben die, die der unterdrückten Klasse den Herrschenden gegenüber natürlich wäre. Der Jude soll, das will Hitler, so trätiert werden, wie der große Ausbeuter hätte trätiert werden müssen. Und eben weil es dem Juden gegenüber nicht wirklich ernst ist, weil es sich in seiner Behandlung um das Zerrbild eines echten revolutionären Verfahrens handelt, wird der Sadismus in dieses Spiel gemischt. Ihn kann die Parodie nicht entbehren. Die Parodie, deren Zweck es ist, die historische Vorlage, die Expropriierung der Expropriateure, dem Gespött preiszugeben. Aus einem Brief an Margarete Steffin, Juni 1939, PS: Karl Kraus ist denn doch zu früh gestorben. Hören Sie, die Wiener Gasanstalt hat die Belieferung der Juden mit Gas eingestellt. Der Gasverbrauch der jüdischen Bevölkerung brachte für die Gasgesellschaft Verluste mit sich, da gerade die größten Konsumenten ihre Rechnungen nicht beglichen. Die Juden benutzten das Gas vorzugsweise zum Zweck des Selbstmords. Ein anderer Brecht-Kommentar zu dem Gedicht Fatzer komm von Brecht. Da steht der Text und der Kommentar nebeneinander. Ich lese das also partienweise, wie es hier steht. Verlass deinen Posten. Die Siege sind erfochten, die Niederlagen sind erfochten. Verlass jetzt deinen Posten. Kommentar: Die Niederlagen sind, und so weiter, weniger von ihm, dem Fatzer, als für ihn. Der Sieger soll dem Besiegten die Erfahrung der Niederlage nicht gönnen. Er soll sich auch diese noch zulegen, er soll die Niederlage mit dem Besiegten teilen. Dann wird er Herr der Lage geworden sein. Tauche wieder unter in der Tiefe, Sieger, der Jubel dringt dorthin, wo das Gefecht war, sei nicht mehr dort. Erwarte das Geschrei der Niederlage dort, wo es am lautesten ist, in der Tiefe. Verlass den alten Posten. Kommentar: Kein Ruhm dem Sieger, kein Mitleid dem Besiegten. Inschrift in Brandmalerei auf einem Holzteller, Sowjetunion. Ziehe deine Stimme ein, Redner, dein Name wird ausgewischt auf den Tafeln, deine Befehle werden nicht ausgeführt. Erlaube, dass neue Namen auf der Tafel erscheinen und neue Befehle befolgt werden. Du, der nicht mehr befiehlt, fordere nicht zum Ungehorsam auf, verlass den alten Posten. Kommentar: Durchdringung einer bis zum Grausamen gehenden Härte mit Höflichkeit. Diese Höflichkeit ist bezwingend, weil man fühlt, wozu sie da ist. Sie soll nämlich den Schwächsten und Nichtswürdigsten, den Menschen schlechtweg, bei dessen Anblick man das eigene Herz merkt,
zu den größten und wichtigsten veranlassen. Es ist die Höflichkeit, die in der Strickübersendung zum Harakiri enthalten ist, deren Stummheit noch Raum für das Mitleid hat. Du hast nicht ausgereicht, du bist nicht fertig, jetzt hast du die Erfahrung und reichst aus. Jetzt kannst du beginnen, verlass den Posten. Jetzt kannst du beginnen. Beginn wird dialektisch erneuert. Er bekundet sich nicht im Aufschwung, sondern in einem Aufhören. Die Tat, dass der Mann seinen Posten verlässt. Innerlicher Beginn gleich mit etwas äußerem Aufhören. Du, der die Ämter beherrscht hat, heize deinen Ofen. Du, der nicht Zeit hatte zu essen, koch dir Suppe. Du, über den vieles geschrieben ist, studiere das ABC. Beginne sofort damit, beziehe den neuen Posten. Hier kommt zum Vorschein, welche Kräfte die Sowjetpraxis, Funktionäre in den verschiedensten Ämtern herumzuwirbeln, in den Betroffenen freimacht. Der Befehl, fange von vorn an, nämlich heißt dialektisch erstens, lerne, denn du kannst nichts. Zweitens, beschäftige dich mit den Grundlagen, denn du bist weise genug dazu, durch Erfahrung geworden. Drittens, du bist schwach, du bist deines Amtes entsetzt. Lass es dir gut gehen, damit du stärker wirst, du hast Zeit dazu. Der Geschlagene entrinnt nicht der Weisheit, halte dich fest und sinke. Fürchte dich, sinke doch, auf dem Grunde erwartet dich die Lehre. Zu viel Gefragter werde teilhaftig des unschätzbaren Unterrichts der Masse, beziehe den neuen Posten. Sinke doch, im Hoffnungslosen soll Fatzer Fuß fassen, Fuß nicht Hoffnung. Trost hat nichts mit Hoffnung zu schaffen und Trost gibt Brecht ihm. Der Mensch kann im Hoffnungslosen leben, wenn er weiß, wie er dahin gekommen ist. Dann kann er darin leben, weil sein hoffnungsloses Leben dann wichtig ist. Zugrunde gehen heißt hier immer auf den Grund der Dinge gelangen. 2. Der Tisch ist fertig, Tischler, gestatte, dass wir ihn wegnehmen. Huble jetzt nicht weiter daran herum, höre auf mit dem Anstreichen, rede nicht davon, gut noch übel. So wie er ist, nehmen wir ihn. Wir brauchen ihn, gib ihn heraus. Du bist fertig, Staatsmann. Der Staat ist nicht fertig, gestatte, dass wir ihn verändern nach den Bedingungen unseres Lebens. Gestatte, dass wir Staatsmänner sind, Staatsmann. Unter deinen Gesetzen steht dein Name, vergiss den Namen, achte deine Gesetze, Gesetzgeber. Lass dir die Ordnung gefallen, Ordner. Der Staat braucht dich nicht mehr, gib ihn heraus. Kommentar. Hier hat man sich ein Original von einem Tischler vorzustellen, der mit seinem Werk nie zufrieden ist, sich nicht entschließen kann, es aus der Hand zu geben. Wenn die Dichter schon vom Werk Urlaub nehmen, so wird hier diese Haltung von den Staatsmännern gefordert. Brecht sagt ihnen, ihr seid Bastler, ihr wollt aus dem Staat euer Werk machen, statt euch klarzumachen, der Staat soll kein Kunstwerk, kein Ewigkeitswert, sondern etwas Brauchbares sein. Gib ihn heraus, so sagen die Lindbergs von ihrem Apparat, was sie gemacht haben, das muss mir reichen. Knapp an die knappe Wirklichkeit heran, das ist die Losung. Armut, lehren die Träger des Wissens, ist eine Mimikrie, die es erlaubt, näher an das Wirkliche heranzukommen, als irgendein Reicher es kann. Ein Syllogismus nicht von Kant, sondern nur über Kant. Simmel las einmal Logik und wollte seinen Hörern zeigen, dass aus zwei falschen Prämissen ein richtiger Schluss folgen kann. Obersatz: Alle Indianer tragen Zöpfe. Untersatz: Kant war ein Indianer. Schluss: Also trug Kant einen Zopf. Eine Geschichte, ohne die niemand die Kritik der Urteilskraft versteht. Kant hatte in einem kühlen Sommer, in dem es wenig Insekten gab, eine Menge Schwalbennester am großen Mehlmagazin am Lizent wahrgenommen und einige Jungen auf dem Boden zerschmettert gefunden. Erstaunt über diesen Fall wiederholte er mit höchster Achtsamkeit seine Untersuchung und machte eine Entdeckung, wobei er anfangs seinen Augen nicht trauen wollte, dass die Schwalben selbst ihre Jungen aus den Nestern würfen.
voll Verwunderung über diesen verstandähnlichen Naturtrieb, der die Schwalben lehrte, beim Mangel hinlänglicher Nahrung für alle Jungen einige aufzuopfern, um die übrigen erhalten zu können, sagte dann Kant: Da stand mein Verstand stille. Da war nichts dabei zu tun, als hinzufallen und anzubeten. Dies sagte er aber auf eine unbeschreibliche und noch viel weniger nachzuahmende Art. Die hohe Andacht, die auf seinem ehrwürdigen Gesichte glühte, der Ton der Stimme, das Falten seiner Hände, der Enthusiasmus, der diese Worte begleitete, alles war einzig. Eine Geschichte, die zeigt, dass es zwei Sorten von Zitaten gibt. Die, welche Anführungszeichen haben, und die, die sie erst bekommen. In einer Gesellschaft von Gelehrten kam auch das Gespräch auf die meisten deutschen Philosophen, wo denn, wie natürlich, auch besonders von Kant und seinen Schriften gesprochen wurde. Aber mein Gott, sagte der Geheime Rat Ulrichs, wie kann man denn ein so großes Rühmen von Kants Schriften machen? Die kann man ja auf einer wüsten Insel schreiben, es sind nicht 10 Zitate darin. Die 12. These über den Begriff der Geschichte. Wir brauchen Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der verwöhnte Müßiggänger im Garten des Wissens braucht. Nietzsche. Das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte, geknechtete, als die rächende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führt. Dieses Bewusstsein, das für kurze Zeit im Spartakus noch einmal zur Geltung gekommen ist, war der Sozialdemokratie von jeher anstößig. Im Lauf von 3 Jahrzehnten gelang es ihr, den Namen eines Blanqui fast auszulöschen, dessen Erzklang das vorige Jahrhundert erschüttert hat. Sie gefiel sich darin, der Arbeiterklasse die Rolle einer Erlöserin künftiger Generationen zuzuspielen. Sie durchschnitt ihr damit die Sehne der besten Kraft. Die Klasse verlernte in dieser Schule gleich sehr den Hass wie den Opferwillen. Denn beide nähren sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel. Ein aktueller Kommentar dazu ist: In einer Kleinstadt in Mecklenburg hat gerade der SPD-Stadtrat die August-Bebel-Straße abgeschafft. Und in der Friedrichstraße in Berlin ist die Tafel, das liegt aber nicht an der SPD, entfernt worden an dem Haus, wo Friedrich Engels gewohnt hat als Student. Und stattdessen wird ein paar Häuser weiter eine Tafel angebracht an einem Haus, wo Adenauer gewohnt hat. These 15. Das Bewusstsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen im Augenblick ihrer Aktion eigentümlich. Die große Revolution führte einen neuen Kalender ein. Der Tag, mit dem ein Kalender einsetzt, fungiert als ein historischer Zeitraffer. Und es ist im Grunde genommen derselbe Tag, der in Gestalt der Feiertage, die Tage des Eingedenkens sind, immer wiederkehrt. Die Kalender zählen die Zeit also nicht wie Uhren. Sie sind Monumente eines Geschichtsbewusstseins, von dem es in Europa seit 100 Jahren nicht mehr die leisesten Spuren zu geben scheint. Noch in der Juli-Revolution hatte sich ein Zwischenfall zugetragen, in dem dieses Bewusstsein zu seinem Recht gelangte. Als der Abend des ersten Kampftages gekommen war, ergab es sich, dass an mehreren Stellen von Paris unabhängig voneinander und gleichzeitig nach den Turmuhren geschossen wurde. Und die 18. These. Die kümmerlichen 5 Jahrzehntausende des Homo sapiens, sagt ein neuerer Biologe, stellen im Verhältnis zur Geschichte des organischen Lebens auf der Erde etwas wie 2 Sekunden am Schluss eines Tages von 24 Stunden dar. Die Geschichte der zivilisierten Menschheit vollends würde, in diesen Maßstab eingetragen, ein Fünftel der letzten Sekunde der letzten Stunde füllen.
die Jetztzeit, die als Modell der messianischen in einer ungeheuren Abbreviatur die Geschichte der ganzen Menschheit zusammenfasst, fällt haarscharf mit der Figur zusammen, die die Geschichte der Menschheit im Universum macht. Aus dem Anhang zu den Thesen: Sicher wurde die Zeit von den Wahrsagern, die ihr abfragten, was sie in ihrem Schoße birgt, weder als homogen noch als leer erfahren. Wer sich das vor Augen hält, kommt vielleicht zu einem Begriff davon, wie im Eingedenken die vergangene Zeit ist erfahren worden, nämlich ebenso. Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Tora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses entzauberte ihnen die Zukunft, der die verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren Zeit. Denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte. Ja, ich würde Ihnen gern noch eine Erzählung von Rastelli vorlesen. Erzählt von Benjamin natürlich. Diese Geschichte habe ich von Rastelli gehört, dem unvergleichlichen, unvergessenen Jongleur, der sie eines Abends in seiner Garderobe erzählte. Es war einmal, begann er in alten Zeiten, ein großer Jongleur. Sein Ruhm hatte sich mit den Karawanen und mit den Kauffahrteischiffen weit über den Erdball verbreitet. Und eines Tages erfuhr auch Mohammed Ali Bey, der damals über die Türken herrschte, von ihm. Er entsandte seine Boten nach den vier Windrichtungen mit dem Auftrag, den Meister nach Konstantinopel zu laden, damit er in eigener und kaiserlicher Person sich von dessen Kunstfertigkeit überzeugen könne. Mohammed Ali Bey soll ein herrischer, ja gelegentlich grausamer Fürst gewesen sein, und von ihm erzählte man sich, auf seinen Wink sei ein Sänger, der sein Gehör gesucht, aber nicht seinen Beifall gefunden habe, in den tiefsten Kerker geworfen worden. Doch war auch seine Freigebigkeit bekannt, und ein Künstler, der ihm Genüge tat, konnte auf hohe Belohnung rechnen. Nach einigen Monaten traf der Meister in der Stadt Konstantinopel ein. Er kam aber nicht allein, wenn er auch wenig Aufhebens von seinem Begleiter machte. Und doch hätte er am Hof des Sultans besondere Ehre mit ihm einlegen können. Jedermann weiß, dass die Despoten des Morgenlandes eine Schwäche für Zwerge hatten. Der Begleiter des Meisters aber war eben ein Zwerg, oder genauer ein Zwergenknabe. Und zwar ein so ausnehmend zartes, ein so zierliches und geschwindes Geschöpfchen, dass es am Hof des Sultans bestimmt nicht seinesgleichen gefunden hätte. Der Meister hielt diesen Zwerg versteckt, und dafür hatte er seinen guten Grund. Er arbeitete nämlich ein wenig anders als seine Fachgenossen. Diese sind bekanntlich in die chinesische Schule gegangen und haben dort den Umgang mit Stäben und Tellern, mit Schwertern und Feuerbränden erlernt. Unser Meister aber suchte nicht seine Ehre in der Anzahl und Vielfalt der Requisiten, sondern er hielt es mit einem einzigen, welches noch dazu das einfachste war und nur durch seine ungewöhnliche Größe auffiel. Es war ein Ball. Dieser Ball hatte ihm seinen Weltruhm gebracht. Und in der Tat gab es nichts, was den Wundern gleichkam, die er an diesem Ball verrichtete. Denen, die dem Spiel des Meisters gefolgt waren, kam vor, als habe er es mit einem lebendigen, bald gefügigen und bald spröden, bald zärtlichen und bald spöttischen, bald zuvorkommenden und bald säumigen Gesellen, niemals aber mit einer toten Sache zu tun. Die beiden schienen aneinander gewöhnt und im Guten wie auch im Bösen ohne einander gar nicht auskommen zu können. Um das Geheimnis des Balls wusste niemand. Der Zwerg, das gelenkige Elfenkind, saß darinnen. In vieljähriger Übung hatte er sich in jeden Impuls und in jede Bewegung seines Herrn zu fügen gewusst. Und nun spielte er auf den Sprungfedern, die im Innern des Balls saßen, so geläufig wie auf den Saiten einer Gitarre. Um jeden Verdacht aus dem Wege zu gehen, ließen beide sich niemals nebeneinander blicken. Und Herr und Gehilfe wohnten auf ihren Reisen niemals unter demselben Dache. Der vom Sultan anbefohlene Tag war gekommen. Eine von Vorhängen eingefasste Estrade war im Saal des Halbmondes aufgeschlagen, den die Würdenträger des Herrschers füllten.
Der Meister verneigte sich gegen den Thronsitz und führte eine Flöte an seine Lippen. Nach einigen präludierenden Läufen ging er in ein Staccato über, in dessen Takt sich der große Ball in Sprüngen aus den Soffitten näherte. Plötzlich hatte er auf der Schulter seines Besitzers Platz genommen, um sobald nicht mehr von ihm zu weichen. Er umschmeichelte seinen Herrn. Der aber hatte die Flöte nun fortgetan und als ob er von seinen Besuchern nichts wisse, mit einem langsamen Tanz begonnen, den zu verfolgen ein Vergnügen gewesen wäre, wenn nicht der Ball aller Augen gefesselt hätte. Wie die Erde sich um die Sonne dreht und dabei gleichzeitig um sich selbst, so drehte sich der Ball um den Tanzenden und vergaß doch auch seinen eigenen Tanz nicht. Vom Scheitel bis zur Sohle war keine Stelle, über die der Ball nicht hinwegspielte, und jede wurde im Vorbeifliehen sein eigener Spielplatz. Niemand wäre eingefallen, nach der Musik dieses stummen Reigens zu fragen, denn sie spielten einander selber auf, der Meister dem Ball und der Ball dem Meister, wie es dem kleinen versteckten Helfer nun schon durch Jahre geläufig war. So blieb es die längste Zeit, bis auf einmal bei einem Wirbel des Tänzers der Ball, gleichsam fortgeschleudert, der Rampe entgegenrollte, an sie stieß und vor ihr hüpfen blieb, während der Meister sich sammelte. Denn nun ging es auf das Finale zu. Wieder griff der Meister zu seiner Flöte. Erst war es, als wolle er seinen Ball, dessen Sprünge schwächer und schwächer geworden waren, leise und immer leiser begleiten. Dann aber riss die Flöte die Führung an sich. Der Atem des Bläsers wurde voller und als hauche er mit der neuen und kräftigen Weise seinen Ball neues Leben ein, gerieten dessen Sprünge allmählich höher, während der Meister den Arm zu erheben begann, um, nachdem er ihn gelassen in Schulterhöhe gebracht hatte, den kleinen Finger immer im Musizieren auszustrecken, auf den der Ball einem letzten langen Triller gehorchend mit einem einzigen Satze sich niederließ. Ein Flüstern der Bewunderung ging durch die Reihen und der Sultan selbst lud zum Beifall ein. Der Meister aber gab von seiner Kunst eine letzte Probe, indem er den schweren, mit Dukaten gefüllten Beutel, den man auf hohes Geheiß ihm zuwarf, im Fluge auffing. Wenig später trat er aus dem Palast, um an einem entlegenen Ausgang seinen treuen Zwerg zu erwarten. Da drängte sich zwischen den Wachen hindurch ein Bote vor ihn. »Ich habe euch überall gesucht, Herr«, sprach er ihn an. »Aber ihr hattet vorzeitig euer Quartier verlassen und in den Palast verwehrte man mir den Zutritt.« Mit diesen Worten brachte er einen Brief zum Vorschein, der die Handschrift des Zwerges trug. »Lieber Meister, ihr müsst mir nicht zürnen«, hieß es darin. »Heute könnt ihr euch nicht vor dem Sultan zeigen. Ich bin krank und kann das Bett nicht verlassen.« »Sie sehen«, setzte Rastelli nach einer Pause hinzu, »dass unser Stand nicht von gestern ist und dass auch wir unsere Geschichte haben, oder wenigstens unsere Geschichten.« Noch ein Text von, nein, zwei Texte von Benjamin. Nein, einer. Und am Schluss einer von mir. Die neunte These aus zum Begriff der Geschichte. Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück, denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. Gerhard Schole, Gruß vom Angelus. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft
und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Ein Text von 1958, der glücklose Engel. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf Flügel und Schultern, mit Lärm wie von begrabenen Trommeln, während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn wirkt mit seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch seinen Flügel schlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge vor, über, hinter ihm niedergehen, lauter, je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick. Auf dem schnell verschütteten Stehplatz kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte in der Versteinerung von Flug, Blick, Atem, bis das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug anzeigt. Noch drei Zeilen Benjamin zum Schluss aus einem Rundfunkvortrag über Brecht. Wir schließen nicht, sondern brechen ab. Sie können, meine Damen und Herren, diese Betrachtungen mit Hilfe jeder guten Buchhandlung fortsetzen. Gründlicher, aber ohne dieses. Danke.